Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, wir geben uns von der JCC 16. Gruppe B endlich die Bewertung. Ja, ich bin sehr gespannt und wir haben viel aufzuholen, ich weiß, aber macht einfach gefasst auf die nächsten Tage, Freunde. Lehnt euch zurück, genießt das Ambiente, die Show und wir werden aufholen, keine Sorge, Freunde, wir werden aufholen. Ich weiß, ich bin in der ein oder anderen Runde, beziehungsweise in der einen Runde, zu sehen gewesen. Das habe ich mir tatsächlich schon angesehen, die Runde selbst noch nicht, aber mein kleinen Clip, der von mir zu sehen war. Ich werde dazu was sagen, sobald wir dort angekommen sind. Ich möchte jetzt noch nichts vorwegnehmen, aber ich bin gespannt. Ich sag mal so, ich bin gespannt. Ich fand's sehr lustig. Ich habe sehr viele Nachrichten bekommen, deswegen habe ich da kurz reingeschaut. Wir werden sehen, Freunde. Aber ansonsten jetzt erstmal 16. Gruppe B Bewertung. Ich habe mich wieder in klein gemacht, weil sich alle aufgeregt haben. Ich werde mal sehen, bei manchen Videos werde ich mich in groß machen, bei manchen in klein. Ach, keine Ahnung, scheiß auf, Digga. Wir schauen einfach rein, let's go. So. Wir sind bei Gruppe B der Corona-Seifer und auf Platz 4. Oh, ich glaube, Doni hatte mir auch geschrieben. Dieser Doni hatte mir geschrieben auf Instagram, dass er mein Video alles cool war. Er hatte sich ein bisschen abgefuckt über den Joke. Ich hatte als Joke in die Beschreibung reingepackt. Für Doni, Doppelpunkt. Und dann so ein Reime-Lexikon auf Amazon verlinkt. Da hat er sich ein bisschen drüber aufgeregt. Aber ansonsten war er cool mit meinem Video. Da haben wir Donny 42. Leute sagen, mach Getta. Hase im Haus wie der Wendler. Boss war full, Handy spinnt grad. Ich schieße wie Jesse Lingard. Donny 42 ist leider hinter meinen Erwartungen zurückgeblieben. Ja. Aber an und für sich hat er einen recht guten Beat. Leider nicht den besten. Und er hat eine gute Zeile. Hase im Haus wie der Wendler. Laura war im Playboy, ist also ein Playboy-Bunny bzw. Hase. Das ist echt eine stabile Zeile. Und Hayes wird auch Hase genannt. Stabile Line, aber leider nicht die beste diese Woche. Doppelapfelkopf, Shisha, wir liefern wie Deutsche, wieder halt die Fresse auf die Jeepscha. Wie er sich den Flow gedacht hat, ist auch nicht schlecht. Technik ist auch nicht schlecht. Das Problem bei Donny 42 ist einfach, dass er nicht genug Power und Routine an den Tag legt. Es fehlt einfach an Confidence, Sauberkeit und Ausdruck. Es ist mir unheimlich schwer gefallen, bei ihm etwas zu finden, bei dem er am besten abgeliefert hat diese Woche. Aber ich hab's geschafft und es gibt etwas. Das Video ist im Keller gedreht, also gibt es 10% für den authentischsten Corona-Isolation. Flavor. Ansonsten immerhin etwas. Muss Donny 42 für das nächste Turnier noch einige Schippen drauflegen und dann sehen wir auch ihn womöglich nochmal wieder. Ey, ich wünsche ihm auch alles Gute. Also das Video von mir war gar nicht auf Disrespect gemeint. Ich habe auch mehrfach im Video gesagt, dass ich jetzt nicht schlechter reden will, als es ist. Von daher wünsche ich ihm nur das Beste. Ich hab all mein Gras weggeraucht, baller den Sound, das ist atemberaubend. Hip-Hop lebt, ey, und ich hole ihm die Eins. Alles, was ich dafür brauche, sind die Strophen, die ich schreibe. Auf Platz 3 haben wir Anti. Er hat die beste Line diese Woche mit einem Bein im Knast, so wie Herschel Green. Wie gesagt, ist für mich eine selbe Line gewesen wie von Kolle. Steht mit halbem Bein im Knast für Oscar Pistorius. Aber trotzdem. Wie gesagt, fand ich trotzdem deswegen nicht schlechter. Wer The Walking Dead gesehen hat, wird mir hier zustimmen. Wer The Walking Dead nicht gesehen hat, der sollte das unbedingt nachholen und kann... Real Talk, zumindest bis Staffel 6. ...mir dann zustimmen. Simple Line, aber 7. Straight und genial. Anti hat den besten Oldschool-Flavor diese Woche. Er bringt Kopfnickershit in einer Zeit, in der Kopfnickershit so gut wie ausgestorben ist. Real Talk. Und weil sich Real so Talk. Viele darüber aufgeregt haben, dass ich letzte Woche das beste Video der Woche gekrönt habe, Anti hat so ziemlich das schlechteste Video, das es jemals auf diesem Kanal gegeben hat. Die Bildqualität sorgt für absoluten Augenkrebs. Also 10% für den besten Kuss. Augenkrebs diese Woche. Die Videoqualität ist so dermaßen schlecht, dass das Thumbnail aus dem Video, das für iTunes, Spotify etc. gedacht war, es nicht durch die Qualitätskontrolle geschafft hat. Lol. Weil ich ein schnell improvisiertes Thumbnail benutzen musste, damit er überhaupt die Möglichkeit hat, Daumen-Likes zu generieren. Ey. Anti hat die beste Technik diese Woche. Mannschaft in meinem Rücken, anfange zu spitten, Baba Hases bliffen, Amjas am Mitteln, Straftaten verwickelt. Kannst du Krass, ja. Texte durch den Sprachcomputer rappen? Absolut stabil, was er hier abliefert. Safe. Außerdem hat er den verständlichsten Double Time diese Woche. Jede Silbe ist klar und deutlich verständlich, wenn man Double Time benutzt. Dann ist genau das Level an Verständlichkeit, das angemessen ist. Wenn es aus schließlich nach mir gehen würde, dann wäre Anti unter den beiden fürs Achtelfinale. Aber es geht nicht ausschließlich nach mir und ich bin etwas überrascht, dass Anti uns jetzt schon verlässt. Denn wir verlieren hier gerade einen richtig guten Rapper. True, true. Aber ey. Monotonie im Auge des Betrachters. Du siehst nichts Brauchbares, schau, weil du es tausendmal gemacht hast. Oh, ich bin froh, dass er weiter ist. Hier zu KG. Und wie schon in der Quali legt er einen sehr exotischen Flow an den Tag. Das wirkt alles sehr eigen und nicht so, als hätte er das... Schade um Anti, Real Talk. Aber ey, ich habe auch seinen Namen die ganze Zeit falsch ausgesprochen. KG.
cagey einfach. Ich freue mich, dass er weiter ist. Irgendwo nachgemacht, wie es bei vielen, vielen, vielen allen Rappern der Fall ist. Er rattert das relativ schnell ein paar Silben in den Beat und wird dann etwas langsamer und geht dann mit der Stimme etwas höher und sanfter auf den Beat ein. Ob man seine Stimmfarbe mag oder sich mit dem Inhalt identifizieren kann, ist jedem selbst überlassen, aber Cagey ist alles andere als Standard und hat den exotischsten Flow diese Woche. Es gab Kritik wegen den 10% extra für das Video bei Bonnie letzte Woche, weil das in der Corona-Zeit eigentlich egal ist, aber hier haben wir das beste Video diese Woche. Und was soll ich jetzt eurer Meinung nach machen? Das komplett ignorieren? Meinen Schwanz rausholen und auf die gute... Es ist doch egal, er gibt doch so oder so bei jedem 10% Plus. So. Dann ist es ja egal, ob es jetzt fürs Video ist oder ob er jetzt gesagt hätte, du kriegst 10% für die weiße Mütze. Also drängt sie sich darüber abzufacken, meiner Meinung nach. Arbeit des Videoproduzenten draufpissen? Es ist ja nicht so, dass die anderen nicht auch 50% Bonus erreichen können mit einem schlechten Video. 10% für das beste Video nehmen niemandem mit einem schlechten Video 10%, die auf einem anderen Weg erreicht werden könnten, weg. Plus eins. Inhaltlich ist das, was er macht, und ich spare mir hier, so gut es geht, eine subjektive Wertung mit reinzubringen, auch kein Standard. Denn er verfolgt keine klare Linie. Er ist hin und her gerissen und nicht straight. Er offenbart seine Unsicherheit. Bin ich gerade nicht tot? Er schießt mich los. Ich will's nicht so sehr, doch bitte kill mich noch nicht. Wer will schon entscheiden? Ich habe keine Ahnung. Das wirkt alles absolut konfus, verwirrt und zerrissen, als hätte er einen echten Struggle mit seiner geistigen Gesundheit zu überwinden. Mhm. Er meint, dass Borderline kickt und er mental Hilfe braucht. Also ist das wahrscheinlich Borderline-Rap, was Cagey hier präsentiert. Sehr schwer nachzuvollziehen, aber man kann seinen Struggle fühlen. Ob das gut oder schlecht... Weil Atmosphäre einfach. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Meiner Meinung nach. Das ist definitiv unkonventionell. Also 10% für die unkonventionellste Darbietung diese Woche. 10% für den heftigsten Style diese Woche. Deeper, verstörender, konfuser, verwirrter Inhalt als Stylebombe. Natürlich kenne ich Cagey nicht persönlich und kann das dementsprechend absolut nicht beurteilen, aber ich glaube ihm, was er rappt. Dass seine Probleme und Struggles echt sind und nicht nur ein Image. Ich vermute, dass es sich bei Cageys Runde um den realsten Track diese Woche handelt. Also noch... ja, doch, fühle ich auch. Doch. 10% für die Realness. Er gibt definitiv am meisten von sich preis und wirkt am authentischsten diese Woche. Für mich bringt Cagey das Highlight der Woche. Dein Cock ist am Zittern, weil du weißt, dass du verlierst. Deshalb sing ich euch Wichsern die geilste. Ich bin gespannt, was er zu Hook sagt. Ich bin gespannt, was er zu Hook sagt zum ersten Feature. Hook dieses Turniers. Und sie geht was ist los? Du bist doch schwul, aber nicht dumm. Meine Message war doch klar. So ein schöner junger Mann. Gay Butters bringt das beste Entertainment-Paket diese Woche. Auf jeden Fall. Aus musikalischer Sicht ist das nicht wirklich der Übershit. Im Vergleich zu seiner Quali fehlt mir hier der Hörgenuss und der Wiederhörfaktor. Okay. Mit Sensory hat er zwar das beste und überraschendste Feature am Start, trotzdem wäre hier, wenn es ausschließlich nach mir gehen würde, Endstation für Gay Butters und Anti wäre weiter. Oha. Ja, ich kann's verstehen aus musikalischer Sicht, aber aus Unterhaltungssicht ist Gay Butters, finde ich, weiter vorne. Und er bringt halt einfach Unterhaltung. Er ist ein JBB-Urgestein so. Er bringt Unterhaltung mit rein. Es ist einfach schön, dass er da ist irgendwie. Er wird das Ding nicht reißen, da sind wir uns auch einig, ja, denke ich. Ich muss aufpassen, was ich sage, sonst werde ich wieder irgendwo hier zitiert. Aber er ist einfach Unterhaltung gerade. Natürlich ist es schade um Anti, aber man muss natürlich irgendwo Abstriche machen so. Und wenn alle einfach nur... Stumpfen Rap bringt Anti jetzt auch nicht, aber es ist gut, jemanden wie Gay Butters dabei zu haben, um ein bisschen Liebe und Luft reinzubekommen in dieses Turnier, finde ich. Ich hoffe einfach mal, dass Gay Butters nächste Runde wieder zu der musikalischen Stärke seiner Qualifikation zurückfindet. Okay. Hier nochmal die Platzierungen auf einen Blick. Gleich um 18 Uhr kommt Gruppe C und das sind Tommy Köln, Jasper, Romina und MySap. Nice, Mann. Oh, auf MIs Track freue ich mich, Jungs. Hey, Butters, was ist los? Du bist doch schwul, aber nicht dumm. Meine Message war doch klar, Digga, die Hook wird nie gesungen. Ich bin besoffen, dass es Gegner werden. Kleiner Disrespect, dass er hier noch die Hook einfach von Gay Butters von reinmacht. Nass gemacht, ich komm mit einer AK-47 zu einer Wasserschlacht. Gut, Freunde, das war Bewertung zu 16. Gruppe B. Ich bin gespannt auf die neuen Runden. Wir werden sie so schnell wie möglich abarbeiten. Keine Sorge, wie gesagt, viel aufzuholen, aber wir sind dran, Freunde, wir sind dran. Und, dann werden wir sehen. Wir haben noch ein, zwei Highlights. Ich wurde schon minimal gespoilert, dass die Runde von MI sehr krass sein soll. Wir werden sehen, Freunde. Ich freue mich drauf. Falls euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ansonsten sehen wir uns morgen bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt natürlich fresh, hey. So wie immer. Und ciao.